Entschuldigung, ich wollte die Musik gerade nicht unterbrechen. Herzlich willkommen bei Nana in the Dark. Und ihr kennt ja alle den Song. He's coming, don't have no fear. Nana is back, Nana is here. Und hier ist Nana in the Dark. Der Titel leitet sich vom Bildschirm ab. Sie steht hier im Dunkeln. Und das ist das ganze Spiel. Punkt. Ende. Ich wünschte fast, es wäre so. Ich weiß es nicht. Okay. Boah, auf einmal fühle ich mich so lebensbejahend. Mein Leben hat ja doch einen Sinn. Ich will gar nicht sterben. Danke, Nana in the Dark. Triple A. Das ist auf Dauer, finde ich ja so ein bisschen so. Deswegen einfach mal zwischendurch wieder ein kleiner Quickie. Hm? Du und ich, kleiner Quickie, jetzt gleich. Na, wie wär's? Ich mach mal neuer. So, und ein riesiger Ball. Was ist. Was fliegt denn hier rum? Ich möchte kurz anmerken, es gibt keine Bäume. Es gibt keine Bäume in der Nähe. Es gibt auch keinen Boden bei diesem Haus. Ich glaube, kann ich hier drauf und springen? Da kommen noch so kleine Was macht ihr, wenn die zurückgeht? Warum geht die in so Defensivstellung, wenn die zurückgeht? Okay. Gut, ich frag nicht. Ich nehme an, Candy ist der Name entweder eines Haustiers oder einer Hure. Mutti. Okay, pass auf. Wir schauen uns mal ganz kurz um. Das hier sieht aus wie ein Kleiderschrank. Dort gibt es sehr, 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 sehr große Hemden. Sehr, sehr, sehr groß. Also, ihr Oberkörper ist so groß wie ein Ärmel dieses Hemdes. Ihre Mutter ist offenbar ein Monster. Ich weiß nicht, wie die in die Wohnung passt. Durch diese Tür kommt die jedenfalls nicht. Ihre sehr, sehr fette Mutter. Also viel gibt es hier nicht zu holen. Vor Einbrechern haben wir keine... Was ist denn das für eine Waschmaschine? Wie riesig ist diese Waschmaschine? Und es ist ja nicht so, dass wir klein sind, weil guck mal, der Raum ist ja normal groß. Aber diese Waschmaschine, wie groß ist diese Waschmaschine? Warum ist die so groß? Da kann man Menschen reinpacken. Wer wohnt denn hier? Okay. Abgeschlossen. Das ist wirklich widerlich. Das sieht ein bisschen aus wie so Wohnung aus Silent Hill oder irgendwas Abgeranztes, so aus der Anti-Welt. Da will wirklich keiner wohnen. Alle... Okay, das ist ein süßer Stinker. Was war das gerade? Es ist ein Geist, der einen Mann ist. Was? It is a ghost eating a man. Was? Welcher Geist ist ein Mann? Da liefen gerade schöne Beine vorbei. Ah, und niemand glaubt hier drin. Oder niemand... Ach so, niemand glaubt hier dran. Niemand glaubt an dieses Spiel. Niemand glaubt an... Ich weiß nicht, es scheint mir so. Niemand glaubt hier dran. An dieses ganze Projekt, an alles, was damit zusammenhängt. Niemand glaubt da dran. Okay, nobody believes in hier. Schon 0:45 Uhr. Da sind zwei drin. Ja, leck mich doch am Arsch. Was? Hilfe! Was? You Diät. Alter, wie viel von den... Das sind drei Stück noch in diesem Raum hier. Drei in einem Raum. Vier? Was? Wie viel sind da? Wir haben drei weggesperrt. Und wie viel laufen hier rum? Jetzt ist der Raum rot geworden auf einmal. Hä? Wo kommt die auf einmal her? Die war gerade nicht da. 0:41 Uhr. Ich weiß nicht, ob wir das durchspielen. Ich bin ganz ehrlich, ich bemühe mich gerade. Ich versuche das gerade ganz ernst zu spielen. Ja, also... Sehr ernst. Du siehst die Ernsthaftigkeit der Lage hier. So, oh, Alter, es ist erst zwei. Oh, nee. Oh, Gott, was? Nein, ich will das nicht nochmal. Oh, Mann, ey. Das ist mein Lieblingsspiel. Das ist so toll. Ich möchte es jetzt... Oh, Gott. Warum habe ich jetzt wieder angefangen? Ich wollte es gerade beenden. Oh, nein. Stirb. Du miese Hure. Entschuldigung. Die beißen nicht dreimal, dann bist du einfach tot. Das ist einfach... Weiß ich nicht. Normalerweise, wenn mich Frauen dreimal beißen, dann bin ich erst wach. Was soll das? Ja, vielleicht schaffen wir es. Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Nein! Was? 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 Fick die Hölle, Alter. Und vor allem, wir fliegen da irgendwo durch ein... Oh, Batterie ist auf... Oh, wir hatten noch Batterien. Okay, alles klar. 5 Uhr! Ja! Level Reset! Ja! Ja! Ja!
Okay, clear. Welchen Raum meint die Frau? Oh, hab ich mich erschrocken gerade. Es ist so jämmerlich, ich hab mich wirklich erschrocken. Aber geil, Low Polygon. Ich hab verstanden, oh Gott, ich hab zuerst nicht it, sondern I gelesen. I may get harder and harder, hab ich gerade. Es tut mir so leid. Es tut mir so, aber ganz ehrlich, es hätte mich nicht mal gewundert. You can make a safe zone. Mouse right click. Oh Gott, es wird diese Nacht noch härter. Es könnte passieren, dass ich diese Nacht Rage quit eventuell, weil ich wollte gar nicht so weit kommen. Eigentlich. Also ich will es nicht durchspielen, um Gottes Willen. Ich werde es wahrscheinlich auch gar nicht schaffen. Boah, Alter, Entschuldigung, wenn ich gerade nicht moderiere. Es tut mir echt leid. Oh, ich bin gerade so überkonzentriert. Es ist so ein billiges Spiel, aber ich will es trotzdem schaffen. Ich weiß nicht mehr warum. Ja, während die anderen gerade COD, WW2 spielen und was weiß ich, was gerade rausgekommen ist, da hängen wir ja bei diesem Top-Spitzenprodukt rum. Es ist einfach ein Träumchen. Ich wundere mich nur, dass das Spiel nicht auf der E3 vorgestellt wurde. Das hat mich so ein bisschen, ne, also ich habe da auch keinen Trailer von gesehen bei der E3 und sowas. Das hat mich ein bisschen gewundert. Da war ich irritiert und da möchte ich ja mal sagen, Leute, ihr müsst doch mal die Top-Produkte auch mal unter Dingens nehmen. Und wieso kam das nicht PlayStation Exclusive? Das wundert mich ein bisschen. Ich muss jetzt gehen. Ciao. Drittes Haus. Ja, tschüss. Wohin geht die denn dann eigentlich? Also ich meine, oder ruft sie ein Taxi oder... Irgendwie sieht sie gerade schwanger aus. Der Vater ist der Satan. So. Wow. Glaube an dich. Danke, ich werde es versuchen. Ich gehe zum Dritten. Ich traue dem trotzdem nicht. Klar, ist ein schöner Junge, aber traut den schönen Jungs nicht. Alles klar. Und Alter, fick doch die Hölle. Es ist doch scheiße, ey. Da kommt die Grabbelhand aus der Wohnung raus. Ich dachte, wenn wir draußen auf dem Flur bleiben, dann in der Ecke, das war einigermaßen safe. Am Arsch, das funktioniert nicht so gut. Habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt, also... Nein, 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 nein! 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 Was? Was? Wie U23? Was für ein perfektes Spiel! Es war die letzte Nacht. Es war die fucking letzte Nacht. Einmal gestorben um 4.50 Uhr oder was das war. 4.30 Uhr und jetzt gestorben um 4.25 Uhr. Inklusive. Ja. Das macht mich so traurig. Ich will es nicht mehr spielen. Das macht mich immer so traurig. Also die Geschichte des kleinen Mädchens natürlich. Nicht etwa, dass hier alles einfach für den Arsch ist und dass alles Kacke ist. Es ist aber diese Geschichte des kleinen Mädchens, das rührt mich so sehr zu Tränen, dass ich kaum noch gerade ausgucken kann. Mach es, Mädchen. Mach es. Nein, das ist wieder so. Jetzt tauschen die sich einfach aus. Fick die Hölle. Fick die Hölle. Boah, da hängt eine, klabustert da rum, die ist nicht verbrannt und dann wird die einfach getauscht gegen eine, weißt du? Die eine geht raus, die andere kommt sofort rein und dass du sie nicht siehst. Wenn man das Lieblingsgame noch hätte verbessern können, das ist genau das, was gefehlt hat. Oh, ich bin durch? Huch, was? Wie, ich bin durch? Hä, ist es 5? Wann ist das denn passiert? Okay, confirm. Es war furchtbar. Es war einfach furchtbar. Wir hätten ja doch dem Daniel trauen sollen, aber... Dann haben wir einfach, ja, einem Zombie im Schrank getraut, der weg musste zu wichtigen Business-Terminen. Oh Gott, wir sind durch. Alles klar, Daniel, der dämonische Hausmeister mit den Heroinspritzen-Szenen, hat uns verarscht. Die Zombie-Tante bei uns im Schrank hat uns verarscht. Und die letzte Option ist einfach, wir springen durch den Himmel und landen in einer Gummizelle. Das ist quasi, aber gut, das würde hier einiges erklären, glaube ich. Ich glaube, ja. Vielen, vielen Dank. Ciao mit V und komm gut nach Hause, ne? Lass dir schmecken nachher. Gebt lecker Mittag. Tschüss. Hier ist ein Twix. Ich habe keins. Ich hätte gerne eins. Hast du einen Twix? Ich will einen Twix. Jetzt will ich einen Twix.